Ich heiße nicht nur Captain Dax, sondern euch auch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Mad Eagle Dynasty. Ja, in dieser Folge, ihr habt es in der letzten Folge schon gesehen, werden wir den Eselstall abreißen, alle Esel verkaufen und dann uns eventuell die ersten Pferde besorgen. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Teil und damit, let's go! Ja, ach komm, ich mach das jetzt einfach. Reiß jetzt das Ding ab. Oh, ich habe ein bisschen Halsschmerzen, es tut mir leid. Ich muss jetzt mal was trinken. So, wir gehen zuerst mal in die Verwaltung. Ach nee. Zuallererst muss ich das hier mitnehmen hier. Sattel und Satteltaschen. Damit er wieder nackig ist. So. Jetzt gehen wir in die Verwaltung und verkaufen alle Tiere. Zuerst der Hengst. Dann die beiden Stuten. Und dann das Fohlen. So. Jetzt haben wir keine Esel mehr. Jetzt, nächster Punkt. Reißen wir das Ding hier ab. Auch das Rieddach. Schön. Auf der anderen Seite auch. So, jetzt den Rohbau. Und jetzt das Fundament. Okay. Er ist jetzt arbeitslos, aber das ist nicht so schlimm. So, ich würde, glaube ich, noch den Doppelzaun hier auf jeder Seite wegmachen. Und eventuell auch den Schotterweg. Wir brauchen jetzt Platz. Das Ding ist wahrscheinlich größer als der Eselstall, ne? So. Jetzt haben wir hier unser Gehege und das wird dann halt für die Pferde. Mal gucken, was, wie groß wird das Gebäude. Stall. Guck mal. Das ist nämlich schon mächtig groß. Und ich glaube, wir müssen das so platzieren. Ich glaube es zumindest, dass das so richtig ist. Sieht okay aus. Es sieht okay aus. Ich hole mir mal ein paar Steine, ich hole mal ein paar Ressourcen. Wir bauen das jetzt fertig. Also ich glaube, ich habe es richtig positioniert. Weil das hier ist hier so ein bisschen der Durchgang. Wo die Leute dann arbeiten, wo das Futter reinkommt und so. Und da drüben sind ja dann die Buchten für die Pferde. Wäre das jetzt einfach, wenn hier drüben auf der anderen Seite vom Fluss einfach ein Lagerhaus stehen würde. Aber ich glaube, ich baue das Lagerhaus noch nicht, bevor unser Lagerhaus zu voll ist. Und ich glaube, wir brauchen auch wieder Stroh fürs Dach. Aber wir haben ja eigentlich genug Stroh durch das Weizenfeld, was wir jetzt geerntet haben. Ich hoffe, das ist jetzt fertig geerntet. Okay, jetzt brauchen wir eigentlich nur noch Stroh. Oh, hier habe ich Baumstämme vergessen. Ist nicht gut. Zwei Baumstämme brauchen wir noch. So, da haben wir noch fertig, den Pferdestall. Schön. Da werde ich gleich mal dafür sorgen, dass der eine, der jetzt vorher hier gearbeitet hat, auch wieder hier arbeitet. Der Undold. Bitte rein da. So. Obwohl wir noch keine Tiere haben. Diesen Eingangsbereich hier werde ich auch noch mal ein bisschen anders gestalten. Erstmal die Bank weg. Ich habe hier nämlich eine andere Idee. Aber erstmal werden wir schlafen gehen. Ist schon wieder dunkel. Sonst sehe ich hier nichts. Und es regnet. Na klar. Ich will schön was bauen und es regnet. Mann. So. Das finde ich nämlich geil. Da kann ich nämlich immer schön rein und raus reiten. Und ich hoffe, dass das, weil das ja unter Tore steht oder Gatter oder also, ne?
unter Holzgatter, dass Tiere da nicht durchgehen können. Also von allein. Das wär gut. Und dann können wir hier noch einen Weg hinzimmern, der auf die Straße führt. Zack. Und hier auch. So, schön. Schöni. Könnten wir hier vorne wieder unsere Bank hinsetzen? Ah, da fehlen uns Bretter. Naja, egal. Machen wir nachher. Aber auf jeden Fall hier so rein. Hier kommen dann die Pferde hin. Schön, schön, schön. Und hier müssen wir noch einen Zaun hinsetzen, ne? Holzzaun. Hier machen wir mal den gekreuzten. Damit es ein bisschen anders aussieht als der andere. So, schön. Top, wir haben einen Pferdestall. Wir haben auch schon jemanden, der daran arbeitet. Und die Pferde haben zwar nicht so viel Auslauf, aber es reicht, glaube ich, für die Pferde. Die werden ja dann ausgeritten. Zumindest von mir, zumindest eins. Und das kann er nur mal erzählen. Alter, draußen, ey. Da ist wirklich das Gras grüner. Schön. Nee, doch, gefällt mir. Ich mach mal noch ein paar Bretter und dann flanschen wir hier nochmal die Sitzgelegenheiten dran an die Zäune. In der Verwaltung sagt mir jetzt der eine Feldschuppen, dass er keinen Dünger mehr hat. Okay, okay. Oh, das hätten wir vielleicht auch nochmal machen müssen, bevor wir den abreißen, dass wir irgendwie den Dünger dann nochmal, den Dung nochmal rausholen. Ja, shit happens, ne? Aber was soll's. Nehmen wir gleich noch ein bisschen Schweinedung mit. So, hier kommt eine Bank hin. Zack. Schön. Und dann vielleicht hier noch eine hin. So. Top. Nee, ist gut geworden. Ist gut geworden. Also ersetzt den Eselstall hier wirklich sehr gut. Ist auch schön nah an der Straße. Ich finde das gut, dass hier die Straße hier an der Stelle ein bisschen enger wird. Fügt sich sehr gut ein in den Rest hier. Ist gut. Ja, so viel Dung ist hier gar nicht drin. Also wir haben vor kurzem erst in der letzten Aufnahme Dung hier rausgeholt. Dass die jetzt schon wieder nach Dünger schreien, ist natürlich... Wahrscheinlich schreien die nach Dünger, weil die das Weizenfeld wieder düngen wollen, ne? Aber das können wir jetzt nicht ändern. Also da ist ja so viel Dünger drauf, dass... Es geht gar nicht anders, dass sie jetzt für die nächsten Jahreszeiten immer mal wieder sagen, hier, Dünger und so, Digi. 17 Dünger war es nur. Ja, schade. Was soll, jetzt kann ich nicht ändern. Gucken mal, wie es jetzt mit der Landwirtschaft aussieht. Also, Flachs haben sie wieder vollständig gedüngt. Top. Roggen ist vollständig gedüngt. Hier fängt er gerade an mit Düngen. Ausgesät ist auch schon wieder. Cool. Das wächst. Und hier drüben wurde der letzte Weizen geerntet. Genau, die haben hier noch nicht mal angefangen zu düngen, ne? Weizen geerntet heißt, wir können Weizen dreschen. Und da mal gucken, wie viel wir da rauskriegen an Körnern und so.
Eventuell ist das der Weg, wie wir uns Pferde kaufen können. Mit Weizen. Mit genau dem Weizen aus der Ernte. Wisst ihr, was jetzt nur das Problem ist? Ich kann nicht hinreiten. Schade. Denn wir haben 1501 Weizenkorn. Jeweils einen Preis von 5. Wie viel bekommen wir, wenn wir daraus Mehl machen? Geh mal weg, bitte. Mehl. Warte mal. Also wenn ich jetzt ein Weizenkorn mache. Hail to the King. Alles klar. Wenn wir jetzt ein Weizenkorn machen, bekommen wir 12 Mehl raus. Und 12 Mehl sind 4... Oh mein Gott. Wir verzehnfachen den Preis. Nee, warte, wir brauchen 6 mal Weizenkorn, um 12 mal Mehl zu kriegen? Keine Ahnung. Ich mach das jetzt einfach mal. Wir haben jetzt 3000 Mehl. Ja. Ja. Wir haben den Preis etwa verdoppelt. Ein bisschen weniger, aber etwa verdoppelt. Okay. Das ist krass. Dann gehen wir mal den Bums verkaufen und kaufen uns die ersten Pferde. Ich hoffe, dass ich ein Pärchen schon kriege für das ganze Geld. Zumindest habe ich dann wieder ein Reittier. Das wird gut. Dann gleich mal probieren, ob das Pferd nun schneller ist als der Esel oder einfach nur besser aussieht. Weil das ist auf jeden Fall der Fall, ne? Es sieht einfach geiler aus, wenn man mit einem Pferd reitet, als mit einem verkackten kleinen Esel. Gut, ich will den Esel jetzt auch nicht flamen, also der hat mir ja auch gute Dienste. Er hat mir gute Dienste geleistet hier in der Zeit, wo wir ihn geritten haben. Zum Schluss habe ich ein bisschen verschwendet oder was heißt gewastet so ein bisschen, ne? Was seine Gesundheit angeht, ich bin oft irgendwo runtergesprungen mit ihm. Aber an sich ein gutes Tier. Da sind sie. Da suchen wir uns gleich zwei schöne aus. Vielleicht nehme ich auch das schwarze Fohlen, weil das ist halt einfach schwarz. Das sind auch die einzigen Tiere in Medieval Dynasty, die man so ein bisschen auf Farben züchten kann, ne? Die anderen haben immer die gleiche Farbe, aber die nicht. So. Ich möchte bitte Mehl verkaufen. Alter, 300 nimmt er mir nur ab. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das wird jetzt ein... Wir werden jetzt hier jeden abziehen. Die haben nachher kein Geld mehr. Wir haben jetzt schon 9500 Münzen. Und ich bin noch nicht am Ende. Ich hab noch 1000 Mehl. Ja, der nimmt mir das letzte ab. Okay, der hatte die meiste Kohle. Okay, krass. Der hat immer noch Kohle. So, jetzt haben wir 12.000 Münzen. 12.000 Münzen. Und damit gehen wir jetzt Pferdeschuppen. Vielleicht kann ich mir damit eine Stute, einen Hengst und das kleine Fohlen leisten. Das schwarze. Weil das finde ich sehr hübsch. Stutfohlen weiblich. Ja, kaufe ich. Oh, ich habe nur 4 Slots. Oh
Okay, der Hengst. Warte mal, gibt es hier noch einen anderen Hengst oder gibt es hier nur zwei Hengste? Ja, es gibt hier nur eine Stute, einen Hengst und zwei Fohlen, ne? So. Jetzt haben wir noch 1500 Münzen. Aber wir haben drei Pferde. Immerhin. Jetzt gucken wir uns die Jungs und Mädels mal an. Drüben im Dorf. Ja, nice. Und einer bekommt jetzt von mir, ich denke mal, der Hengst. Der kriegt jetzt erstmal von mir einen Sattel und die Satteltaschen. Aber krass, erstmal herauszufinden, wie viel man mit einem solchen großen Weizenfeld an Kohle machen kann. Wisst ihr, was ich jetzt nicht mehr bedacht habe? Dass wir ja auch noch Weizen aussehen müssen. Wann machen wir das? Wann sehen wir Weizenkorn aus? Im Herbst. Also in der nächsten Jahreszeit müssen wir nochmal Weizenkörner kaufen. Das habe ich jetzt nicht bedacht. Ich habe jetzt alles zu Mehl gemacht und alles verkauft. Das war ein bisschen dumm. Aber, ja. Was soll's. Oh, hier wird schon angefangen zu düngen und umzugraben. Schön. Vielleicht kriege ich ja für die 1500 noch Weizenkörner. Ich habe meine große Gürteltasche abgelegt, deshalb kann ich nicht so viel tragen. Fällt mir gerade auf. Also, hier haben wir unsere Pferdchen. Hier ist der Hengst. So. Jetzt können wir den Buben reiten. Oh ja. Alter, ich sehe aus wie ein Cowboy. Ich brauche noch einen Hut für den Sommer. Sehe ich gerade. Boah. Ja, doch, 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 doch. Unfall auf der Brücke. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das hier schneller ist als alles andere, was wir bis jetzt gemacht haben. Boah, okay. Also Pferde sind tatsächlich schneller als Esel. Oh, Alter. Aber die Unfallgefahr ist auch ziemlich hoch. Also da müssen wir drauf achten. Aber bis jetzt hat er noch kein Leben verloren. Nee. Ja, top. Bringt auch sehr weit. Top. Läuft. Schönes Gerät. Und hier haben wir natürlich auch wieder jetzt eine Dunkquelle. Wie bei den Eseln, die wir jetzt auch schön nutzen können. Und irgendwann, wenn du, kleines schwarzes Wunder, reif genug bist, dann reite ich dich. Das klingt irgendwie falsch. Man, das sieht doch auch krass aus, oder? Fällt mir sehr gut. Und dieser Torbogen ist so richtig schön rustikal. Mega nice. Könnte man eigentlich auch hier hinstellen. Oh ja. Oh doch, 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 doch. Geil, 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 geil. So, jetzt gucken wir mal. Ich würde hier gerne noch das mit Spalier zumachen. Ja, doch, das wertet das hier nochmal auf. Die zwei Torbögen. Die Wand, die mit Spalieren voll ist. Schön.
So, ich muss was trinken. Nee, was essen. Entschuldigung. Haben wir noch eine Kohlsuppe für mich? Oh ja. Oh, wir haben sehr viel Kohlsuppen. Ja, ich glaube, ich werde noch ein bisschen was aus dem Kupfer schmieden. Was wir jetzt gesammelt haben, alles. Fast 100 Kupferbarren. Da werde ich jetzt noch ein bisschen Werkzeug draus schmieden. Eine Kupferaxt können wir am besten verkaufen, ne? Brauche ich halt nur Holzstämme für. Okay, wir haben jetzt 24 Kupferäxte. Da sollten wir ein bisschen was für bekommen. Eine geht für 260 weg, also die Hälfte. 130 mit ein bisschen mehr, weil wir haben ja schon geskillt. Ja. Aber erstmal würde ich sagen, gehen wir in den Herbst hinein. Ab in den Herbst. Vielleicht können wir auch ein bisschen Dünger kaufen noch. Weil Dünger ist jetzt gerade das Problem. Ne? Wir müssen das Feld wieder düngen, damit wir das jetzt im Herbst aussehen können. Ja. Schlag auf Schlag geht das hier. Oh, warte mal. Unsere Quest hat sich geändert. Bleib wachsam. Jetzt heißt es nicht mehr, behalte den Oxbow im Auge. Jetzt heißt es, suche nach Möglichkeiten, den Oxbow zu einem besseren Ort zu machen. Okay. In welchem Jahr sind wir jetzt? Steht das irgendwo? Steht irgendwo, in welchem Jahr wir sind? Oder muss ich das jetzt so ein bisschen ableiten mit, ich habe mit 18 angefangen und jetzt bin ich 23? Das könnt ihr mir vielleicht nochmal in die Kommentare schreiben, ob man irgendwo sieht, in welchem Jahr man ist. Oder ob man das tatsächlich ausrechnen muss. Suche nach Möglichkeiten, Oxbow zu einem besseren Ort zu machen. Okay. Aber das ist ja auch wieder so eine schwammige Quest, ne? Kannst ja auch nicht viel mit anfangen. So, aber wir reiten erstmal in die Stadt und versuchen die Kupferäxte abzustoßen. Oh. Holzfäller-Loot. Ich hoffe, hier gibt es eine schöne Axt für mich. Vielleicht noch eine Kupferaxt, die wir verkaufen können. Eine Steinaxt. Alter, ich habe gerade gesehen, die Schneide ist grau und würde gerade schreien, oh mein Gott. Hier hängt noch was da drunter. Da unten ist doch was. Ein paar Münzen. Die hängen da so in der Luft. Easy peasy. Sonst war hier nix, ne? Doch, eine Steinaxt noch. Was ist das? Vorräte, die sind so halb verbuddelt hier. Weizenbier. Es lohnt sich auch mal, die Straßen abzureiten, ne? Ob die jetzt neue Pferde haben? Das prüfen. Ich glaube ja, die haben neue Pferde, ne? Neue Farben. Oh, ein Schimmel. Den hätte ich auch gern. Ja, dafür habe ich dich. Du Indianerpferd hier. Hallo. Hast du wieder Geld? Ja, du hast wieder Geld. Nimm mir mal ein paar extra ab. Der hat nur so fertig gebackenes und fertig gemachtes. Aber ich brauche ja jemanden, der... du warst das nicht, ne? Birnbaum-Setzling. Ah ja, warte. Doch, du hast das auch. Weizenkorn.
120 nur. Achso, warte. Wie viel Weizen hast du? Dann kann ich es ja dreschen. Weizen nochmal 70. Dann nehme ich auch. Nehme ich auch. Entschuldigung. Bin immer noch ein bisschen erkältet. Hello there. So. Die Holzstämme kannst du auch haben. Einmal Steinaxt brauche ich nicht. Okay. Ja, wir haben wieder ein bisschen was an Münzen gemacht. Stehen jetzt nicht mehr so ohne was da. Können wieder für ein paar Schemata Geld ausgeben und so. So. Und wir haben unser Kupfer verkauft. Gewinnbringend. Da wird ja ständig immer was Neues neu produziert von. Das läuft auch. Ah, ich wollte eigentlich Dünger kaufen noch, ne? Pack. Okay. Dann mache ich das. Im Flussdorf. Kaufe ich Dünger. Reite ich jetzt nochmal hin. Geht ja schnell mit dem Pferd. Looty-looty-loot. Oh, das sind ein paar Pfeile, sehe ich schon. Eventuell sind das Kupferpfeile? Ne, Eisenpfeile. Ich muss gucken, dass ich die Tiere da nicht aufscheuche. Aber die Eisenpfeile kann ich verkaufen. Brennholz. Und ein paar Münzen. 200. Schön. Ja, reicht. Boah, ich habe gerade kurz gedacht, die Musik hat sich geändert, die Glocke hat geläutet. Ich dachte kurz, die haben hier einen Angriff. Ey, ganz kurz dachte ich, ich muss jetzt kämpfen. Okay. Ich habe jetzt alles, was sie an Dünger hatte und Dung, habe ich jetzt gekauft erstmal. Ist auch gar nicht mehr so teuer, wie ich mir das früher gedacht habe. Warum ist denn das nicht mehr so teuer? Entweder habe ich jetzt ein anderes Verhältnis zu dem Geld, weil ich sehr viel mehr habe als vorher, als im Early Game. Oder, ja, ich habe jetzt für fast 60 Dünger habe ich jetzt 400 Münzen ausgegeben. Ist das viel? Oh, meine Leute brauchen Brennholz. Ja. Das wird noch so ein Problem. Da müssen wir demnächst bald mal wieder Holz farmen. Ich werde mal noch den Weizen dreschen, den ich jetzt bekommen habe. Oder gekauft habe. Damit wir genug Körner haben. 100 Weizenkörner, ja, das reicht. Auf jeden Fall. Dann, Alter, du belegst immer die Station, die ich gerade machen möchte. Und wenn wir noch ein bisschen Dünger herstellen. Der Hafer wird schon geerntet, sehe ich gerade. Sehr gut. Und 136 Dünger, das sollte fast für das Feld wieder reichen. Ist natürlich fragwürdig, ob die jetzt, wenn die jetzt das Haferfeld ernten und das Kohlfeld, die müssen das nochmal düngen. Ne? Naja, auf jeden Fall reichen die Weizenkörner. Ich hoffe, dass die zuerst das Weizenfeld düngen, bevor die beim Hafer anfangen. Nee, scheiße, die fangen beim Hafer schon an. Egal. Müssen wir vielleicht nochmal Dünger kaufen. War ja jetzt nicht so teuer, wie ich mir gedacht habe. So, und mit diesem schönen Abschiedsbild würde ich sagen, war es auch schon wieder mit dieser Folge. Mad Eagle Dynasty hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wenn es euch auch Spaß gemacht hat, vergesst auf jeden Fall das Abo nicht, den Like unter das Video zu setzen und vielleicht auch einen Kommentar zu schreiben. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, je nachdem, wann die Folge schaut. Macht's gut und bis dann. Ciao.